Vincent van Gogh malte im gleichen Jahr zwei Stühle, seinen eigenen und den von Paul Gauguin. Hier sehen wir die beiden Künstler van Gogh und Gauguin. Es ist das Jahr 1888 und van Gogh befindet sich in Arles in Südfrankreich. Eigentlich wollte er eine Künstlergruppe gründen, zu der aber niemand kam. Zu dieser Gruppe hatte er auch Paul Gauguin eingeladen. Van Gogh bewunderte Gauguin, und zwar als Menschen und auch als Künstler. Das sieht man daran, dass er versuchte, Gauguins Schlafzimmer vor dessen Ankunft besonders schön zu dekorieren. Zu diesem Zweck malte er sein berühmtes Gemälde »Die Sonnenblumen«. Gauguin hingegen war an diesem Treffen nicht besonders interessiert. Er ließ sich lange bitten und kam schließlich nur nach Südfrankreich, weil er überall Schulden hatte und weil er dort kostenlos leben konnte. Gauguins Problem war also Geld. Das Zusammenleben der beiden war nicht harmonisch. Sie hatten Streit über fast alles, über ihre Vorstellungen von Kunst, über die Führung des Haushalts und die Ordnung darin und auch über Geld. Kurz vor Weihnachten eskalierte der Konflikt. Daraufhin verließ Gauguin Südfrankreich und sah van Gogh nie wieder. Van Goghs psychische Verfassung wurde so schlecht, dass er sich am Ende ein Ohr abschnitt. Hier sehen wir nun die beiden Stühle, links den Stuhl von Van Gogh und rechts Gauguins Stuhl. Unterhalb befinden sich einige Wörter und Ausdrücke, mit denen wir die jeweiligen Stühle charakterisieren können. Das erste Wort, Nacht, passt am besten zu Gauguins Stuhl. Wir sehen, dass hier Kerzen brennen, es ist also deutlich Nacht. Küche, das gehört zum linken Bild. Van Goghs Stuhl steht in einer Küche. Auch das Adjektiv einfach passt zum Stuhl auf der linken Seite. Der Stuhl, die Umgebung, alles wirkt sehr einfach. Und wir sehen, der Stuhl befindet sich in einer Küche im hellen Tageslicht. Auf der Sitzfläche des Stuhls sehen wir eine Pfeife mit Tabak. Sie ist hier zu sehen. Also gehört auch dieser Ausdruck auf die linke Seite. Das Wort Armlehnen hingegen gehört zu Gauguins Stuhl. Wir sehen hier die Armlehnen. Einladend ist eher der Stuhl van Goghs. Man kann direkt darauf zugehen und sich setzen. Hinwiederum passt das Wort kompliziert eher auf die rechte Seite. Stroh, das ist das Material, mit dem
die Sitzfläche von Van Goghs Stuhl bezogen ist. Das hier ist aus Stroh. Das Adjektiv hochwertig gehört eindeutig nach rechts, denn hier sieht alles hochwertig aus. Das Holz des Stuhles, die Machart, wie er vom Schreiner geschnitzt wurde, und auch die Umgebung. Die Sitzfläche von Gauguins Stuhl ist gepolstert. Das bedeutet, sie ist weich. Ein Sessel kann gepolstert sein, ein Sofa ist gepolstert und eben auch diese Sitzfläche. Auch die Kerze gehört nach rechts. Wir sehen eine Kerze an der Wand und eine hier auf dem Stuhl. Teppich passt auch zum rechten Bild. Der Stuhl Gauguins steht auf einem gemusterten Teppich. Hingegen befinden sich unter dem Stuhl von Van Gogh Fliesen, so wie man sie in einer Küche oft findet. Also kommt dieses Wort nach links. Ebenso die Kiste mit Zwiebeln. Hier hinten sehen wir die Kiste und hier die Zwiebeln. Und schließlich noch die Bücher, die sich auf der Sitzfläche des Stuhles von Gauguin befinden. Nun folgt ein Text über die beiden Gemälde. Wir sollen die Wörter in Rot auf der rechten Seite in die richtigen Lücken einfüllen. Dabei gibt es zwei Wörter, die nirgends passen, die also übrig bleiben werden. Beide Maler gehörten der Kunstrichtung des Symbolismus an. Die Stühle sind also ein Porträt. Und hier passt das Wort beziehungsweise, respectively, beziehungsweise ein Selbstporträt. Stellen wir uns vor, wir wollen uns setzen. Van Goghs Stuhl ist offen und lädt uns ein. Wir legen die Pfeife, das Symbol von Ruhe und es muss ein weiteres Nomen nach Ruhe folgen und das kann nur Zufriedenheit sein. Das Symbol von Ruhe und Zufriedenheit zur Seite und setzen uns. Beim Stuhl Gauguins ist das nicht so. Wir brauchen ein Adverb und das ist unkompliziert. Die Kerze und die Bücher, beide symbolisieren Wissen und Gelehrtheit, müssen wir vorsichtig, hier fehlt ein Verb, und zerstören macht natürlich keinen Sinn, also ist es das Verb entfernen. Und dann können wir uns setzen. Van Gogh präsentiert sich als offene, einfache Person. Und jetzt kommt ein Gegensatz mit diesem Partikel. Während Gauguins komplexe Persönlichkeit mit Vorsicht zu behandeln ist. Das Zusammenleben dieser beiden widersprüchlichen Charaktere endete in der Katastrophe. Noch einmal der ganze Text im Zusammenhang. Beide Maler gehörten der Kunstrichtung des Symbolismus an. Die Stühle sind also ein Porträt bzw. ein Selbstporträt. Stellen wir uns vor,
Wir wollen uns setzen. Van Goghs Stuhl ist offen und lädt uns ein. Wir legen die Pfeife, das Symbol von Ruhe und Zufriedenheit, zur Seite und setzen uns. Beim Stuhl Gauguins ist das nicht so unkompliziert. Die Kerze und die Bücher, beide symbolisieren Wissen und Gelehrtheit, müssen wir vorsichtig entfernen. Erst dann können wir uns setzen. Van Gogh präsentiert sich als offene, einfache Person, während Gauguins komplexe Persönlichkeit mit Vorsicht zu behandeln ist. Das Zusammenleben dieser beiden widersprüchlichen Charaktere endete in der Katastrophe.